Wie du in den Tag startest, bestimmt, wie der Tag verläuft. Eine Morgenroutine gibt dir ein Gerüst für einen entspannten oder auch produktiven Beginn des Tages. Du kannst die erste Zeit des Tages ganz so nutzen, wie du willst. In diesem Video bekommst du Inspiration, wie du dieses Werkzeug für dich nutzen kannst. Hi, ich bin Carlotta und das ist Slow Living. In den folgenden 5 Videos soll es um das Thema Alltagsstress gehen. Und in der ersten Episode, also hier, spreche ich über das Thema Morgen- und Abendroutinen und warum die so wichtig sind. Und zwar habe ich das Gefühl, wenn ich eine Morgenroutine habe oder eine Abendroutine habe, dass mir das einfach für den Tag einen Rahmen gibt. Also egal, was den Tag über passiert, egal wie verrückt, chaotisch, stressig dieser Tag ist, ich habe den Morgen und den Abend, der mich irgendwie immer wieder zu mir bringt, immer wieder ein bisschen zentriert und mich so zu einem viel entspannteren Menschen macht. Auch wenn sich meine Routine immer mal wieder ändert, kann ich es mir gar nicht mehr wirklich ohne vorstellen. Einfach die Tatsache, dass sie da ist, gibt mir total Halt für den Tag. Für jemanden wie mich, der auch mal in den eigenen Gedanken untergehen kann, habe ich nach meiner Routine einfach ein ausgeglicheneres Gefühl und vor allem kann ich gleich morgens Dinge tun, die mir langfristig gut tun. Aber man sollte auch eine Balance finden zwischen an der Routine festhalten und Flexibilität. Also nicht gleich verzweifeln, nur weil es mal nicht geklappt hat mit der Routine. Denn am Ende soll dich deine Routine ja auch stark dafür machen, dass du nicht mehr so sehr darauf angewiesen bist und auch eben besser umgehen kannst mit den Schwankungen des Alltags und des Lebens generell. Und solche Routinen ersparen dir auch gleichzeitig Energie, weil du dich nicht jeden Tag aufs Neue entscheiden musst, was du morgens oder abends tust, sondern sobald es in so einen gewissen Automatismus fällt, verläuft das Ganze wie von selbst und du tust die Dinge, die dir gut tun, quasi automatisch. Aktuell sieht meine Routine so aus, so sah sie zumindest auch in den letzten paar Monaten aus, dass ich meistens um 7 Uhr aufstehe. Ich mache mir einen Tee oder einen Kaffee, in letzter Zeit war es öfters der Tee. Und dann setze ich mich erstmal damit hin und meditiere für 7 bis 10 Minuten. Und ich bleibe über den Tag mehr bei mir persönlich und lasse mich weniger von irgendwie Hindernissen, Schwierigkeiten, stressigen Situationen aus der Ruhe bringen und bin insgesamt irgendwie ein bisschen zufriedener auch mit mir selbst, weil ich weiß, in mir drin ist eigentlich alles okay, egal was da draußen passiert. Und wo ich gerade so ein bisschen schön in mein Unterbewusstsein bei der Meditation gegangen bin, nutze ich das gleich und werfe einen Blick auf mein Vision Board. Ich mache mir meistens alle 3 Monate ein neues Vision Board in mein Notizbuch. Und dann werfe ich da einfach morgens einen Blick drauf. Entweder ich lasse einfach die Bilder und die Worte auf mich wirken oder ich versetze mich in bestimmte Situationen hinein oder überlege, wie ich diese Dinge eigentlich auch schon in meinem Leben habe, einfach um in ein schönes Gefühl zu kommen und auch um zu gucken, wie kann ich den heutigen Tag angehen und gestalten, um ihn mit meinen Werten übereinstimmen zu lassen. Je nachdem, wie viel Zeit ich noch an dem Morgen habe, schreibe ich manchmal einfach noch in mein Tagebuch, wofür ich vielleicht gerade dankbar bin. Dankbarkeit finde ich gerade morgens eine sehr schöne Praxis, weil wir über den Tag hinweg ganz oft damit beschäftigt sind, über die Dinge nachzudenken und die Dinge zu sehen, die wir noch nicht haben, die wir gerne haben wollen, obwohl wir schon so viel in unserem Leben haben. Und dieser Shift am Anfang des Tages ist einfach super gut, damit du gleich mit so einem Gefühl von Fülle in den Tag starten kannst und nicht mit einem Gefühl von Mangel und das muss ich noch tun und das muss ich noch haben und so weiter. Oder wenn mir noch etwas mehr Journaling ist, dann nehme ich mir mein selbstgemachtes Tagebuch, wo ich 2 Fragen beantworte. Einmal auch die Frage, wofür ich dankbar bin und dann noch die Frage, was würde heute zu einem guten Tag machen? Und diese Frage finde ich immer noch super cool, weil sie dem Tag irgendwie nochmal eine ganz neue Perspektive und neue Möglichkeiten eröffnet und ich tatsächlich bewusst darüber nachdenke, ja, wie schön dieser Tag eigentlich sein könnte und ihm auch irgendwie eine größere Chance gebe, dass ich mich rückblickend noch positiv an ihn erinnern kann. Und selbst wenn es nur ganz kleine Dinge sind, wie irgendwie ein kurzes Telefonat mit einer guten Freundin oder ein paar Minuten einfach nur für mich oder ein leckeres Essen, all diese Dinge können uns sehr beeinflussen und den Tag super schön machen, wenn wir ihnen die Chance geben und wenn wir ihnen die Aufmerksamkeit schenken. Danach mache ich mich einfach fertig, ich dusche, ich ziehe mich an und
ja, dann gibt es auch schon das Frühstück, auch ein sehr wichtiger Teil des Morgens, wie ich finde. Und da habe ich mir das auch angewöhnt, dass ich fast immer, also ich bin nicht perfekt, aber fast immer das Frühstück möglichst ohne Ablenkung einnehme. Meistens wird das was wie Porridge oder ein Smoothie. Und ja, dann esse ich das, ohne großartig aufs Handy zu gucken oder so, sondern genieße einfach das Essen. Am Ende ist es gar nicht so wichtig, welche Elemente und wie viele Elemente du in deine Morgenroutine einbaust. Die muss jeder für dich selbst individuell gestalten. Du kannst einmal danach gehen und dich fragen, okay, wie sieht mein Tag in der Regel aus? Ist der super stressig und aktiv? Vielleicht brauchst du dann ein bisschen mehr Selbstbesinnung und Reflexion am Morgen und Abend. Oder sitzt du den ganzen Tag am Schreibtisch, dann fokussier dich doch morgens lieber darauf, ein paar Dehnübungen zu machen oder sogar Sport zu machen. Wenn du gerade das Gefühl hast, ein bisschen fremdbestimmt durch den Tag zu gehen, dann hilft sowas wie ein Vision Board oder eine Dankbarkeitsliste, um dich da so ein bisschen auszubalancieren. Und so eine Morgenroutine ist auch nicht in Stein gemeißelt. Natürlich ist sie einerseits dafür da, dass du die ganzen Prozesse automatisierst und über einen längeren Zeitraum hinweg ausführst, aber gleichzeitig soll sie auch flexibel sein und sich an deine Lebenssituation und an deine Bedürfnisse anpassen. Morgenroutinen haben wir ja auch gerade, was so Erfolgsgeheimnisse angeht, in zig Büchern in den letzten Jahren gelesen. Aber ich wollte nochmal betonen, dass es nicht nur was ist für Leute, die irgendwie krass Karriere machen wollen oder so, sondern dass es wirklich für jeden so ein unglaublich wichtiges Tool ist, um sich um unsere mentale Gesundheit zu kümmern, um uns Zeit für uns selbst zu nehmen, egal wie die Lebenssituation und der Tag vielleicht aussieht, dass wir uns immer wieder auf uns zurückbesinnen können und uns ja um unsere psychische und physische Gesundheit kümmern können. Denn das sollte bei jedem von uns eine hohe Priorität haben. Ohne unsere Gesundheit funktioniert logischerweise gar nichts. Und deswegen sollte auch so eine Routine eine gewisse Priorität haben. Die muss nicht 2 Stunden oder 1 Stunde lang gehen. Hauptsache, du bist dir dessen bewusst, warum du es tust und dass du es tust. Und hast diese Intention irgendwie bei dir. Wie sieht es bei dir aus? Hast du eine Morgenroutine? Und wenn ja, was machst du da so? Ich fände das sehr spannend, in den Kommentaren zu lesen. Vielleicht können wir uns da ja noch ein bisschen austauschen. Und ansonsten hoffe ich, das war ein hilfreiches Video für dich und wünsche dir noch einen schönen Tag.